Hallihallo, liebe Hamsterfreunde und ganz herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich dachte, ich nehme euch heute mal dabei mit, wie ich das neue Gehege für unsere Zwerghamsterdame einrichte. Das ist dieses Aquarium, was ihr hier sehen könnt. Das ist in der Länge 1,30 Meter breit, 50 cm tief und 50 cm hoch. Und wie ihr sehen könnt, habe ich hier einen Teil der Einrichtung schon mal reingestellt, nämlich die Etagen. Die habe ich hier auch mit so einem kleinen Zaun verziert und dann habe ich auch noch so einen Rahmen mit Stelzen gebaut für das Mehrkammernhaus, damit ich eben hoch genug einstreuen kann. Das ist auch wirklich nur so ein Rahmen, also man kann das hier so ein bisschen durchsehen, dass der Hamster trotzdem nach unten durchbuddeln kann. Genau, und hier unten ist dann noch der Rest der Einrichtung. Also wir haben hier hinten einmal das Einstreu, da habe ich das Chipsy Super und ich glaube hinten das ist Chipsy Normal. Und hier drüben einmal das Birkeneinstreu von Rudi Pet. Da muss ich einfach mal schauen, wie das ist. Also das hatte ich vorher noch nicht. Dann der Badesand, also Chinchilla-Sand ist das, für das Sandbad. Dann haben wir hier drüben auch noch Heu und Maisgranulat. Hier ist dann noch ein Überstreu. Und einmal Baumwolleinstreu. Genau, und hier unten ist dann noch einiges an weiterer Einrichtung. Teilweise ist das selber gebaut, teilweise habe ich das aber auch irgendwo gekauft bzw. bestellt. Genau, dann haben wir hier noch solches Erlebnisfutter, womit ich das Gehege dann ein bisschen ja, schön verzieren werde, sage ich mal. Und dann haben wir noch einmal solche Moosplatten. Genau, und damit werde ich jetzt das Gehege einrichten. Ja, ich nehme euch wie gesagt sehr gerne jetzt dabei mit und ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Zuschauen.
So, ich bin jetzt fertig mit dem Einrichten. Hier seht ihr jetzt mal alles im Überblick. Also ich bin wirklich sehr zufrieden. Ich finde, es ist super schön geworden und genauso wie ich mir das vorgestellt habe. Also da hinten haben wir eine Ebene mit Maisgranulat. Genau, dann hier in der Mitte das Mehrkammernhaus. Da haben wir den Trinknapf und eine kleine Schale für Frischfutter. Hier unten in dem Mehrkammernhaus, das habt ihr ja auch schon gesehen, ist einmal Baumwolle einstreut drin und ich habe auch noch ein paar Taschentücher zerrissen und die dort mit reingetan. Und auf der Seite ist so eine Toilettenschale mit Sand. Genau, dann hier drüben eben die zweite Ebene mit dem Laufrad. Das hat übrigens einen Durchmesser von 27 cm, also für Zwerghamster optimal. Genau, hier unten das Sandbad. Dann ganz hinten haben wir noch diese Moosfläche, also da habe ich jetzt sozusagen drei solche Moosplatten zusammengelegt und eben noch ein kleines Häuschen drauf. Ja, also alles dabei. Hier vorne habe ich eben diesen Bereich gemacht mit diesem Überstreu. Das ist so ein Erlebnisüberstreu zum Schnüffeln und das Futter, das verstreue ich dann so ein bisschen noch hier überall mit im Gehege. Ja, schreibt mir gerne mal in die Kommentare, wie ihr das Gehege findet. Ich bin wirklich sehr zufrieden damit. Die Abdeckung, die steht übrigens hier drüben, die haben wir nicht selbst gebaut. Die haben wir bei Möbel Mümmelmann gekauft. Die haben das uns auch direkt angefertigt auf die Größe von unserem Aquarium bzw. unserem Gehege. Also falls ihr da auch was sucht, dann schaut da gerne mal vorbei. Die fertigen das auch nach Maß an. Das ist auch keine bezahlte Werbung, aber ich bin wirklich sehr zufrieden mit der Arbeit und mit der Qualität der Abdeckung. Also wirklich super gelungen. Ja, und dann würde ich sagen, wir holen jetzt mal unsere kleine Maus und setzen die herein und mal schauen, wie sie ihr neues Gehege findet. So, die kleine Maus ist jetzt in ihrem neuen Gehege angekommen. Sie heißt übrigens Alma und sie erkundet jetzt hier auch schon ganz fleißig alles und richtet sich jetzt hier erstmal ein. Ich werde sie jetzt auch gleich in Ruhe lassen, mache jetzt nur noch schnell den Deckel drauf und ja, dann kann sie hier erstmal ganz in Ruhe alles entdecken. Ich hoffe natürlich, das Video hat euch gefallen. Wenn ja, dann freue ich mich sehr, wenn ihr mir einen Daumen nach oben da lasst und dann hoffe ich, wir sehen uns ganz bald mal wieder bei einem neuen Video. Tschüss!